Scheiße. 12, 8, 9 und 14, 39.900 brauche ich. Aber dafür bringen sie auch anständig was. Mehr Gesundheit. Noch mehr. Aber ich kann es mir im Moment nicht leisten. Waffen, gibt es da denn was Neues? Streitkolben, Krummsäbel. Immer noch das Traumschwert hier von mir. Kleine Waffen gibt es wahrscheinlich auch nichts Besseres Neues. Munition, Rauchbomben, Kugeln habe ich 6 von 6. Rauchbomben, alles klar. Das wäre so ziemlich alles. Lässt sie für die Dauer des Karnevals inkognito bleiben. Das ist sehr schön. Alles klar. Oh, und das Assassinengrab, das will ich auch noch machen. Oh mein Gott, das mache ich aber später. Merke ich mir aber auf jeden Fall. Weil dann haben wir... Oh ja, dann haben wir die Ausrüstung von... Altair, den alten Knaben. Aber, wie gesagt, meine Festplatte ist voll und hier möchte ich eigentlich gar nicht drauf aufnehmen auf meine jetzige. Da habe ich eigentlich alle Videoaufnahmen runter. Damit ich da Platz für die Spieldateien und sowas habe. Gut. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Oh, ja genau, wir haben diese Maske, weil irgendwie Karneval ist. Hier in... ich will immer Valencia sagen, in Venedig natürlich. Da oben ist, glaube ich, eine Schatzkiste. Ja, es gibt ein Assassinengrab, da will ich natürlich sofort hin. Noch mehr Messer. Ich würde mal sagen, mehr Messer gekauft. Hätte ich mir natürlich auch in Monteregioni kaufen können. Wäre wesentlich klüger gewesen. Och Mann, wieso verdröhne ich das immer? Aber egal. Für mich geht's jetzt erstmal zum Assassinengrab, denn ich will das letzte natürlich haben. Also das letzte Siegel. Damit ich endlich Altairs Rüstung freischalten kann. Oh, und alter Schwede. Alter, verpiss dich. Sehr gut, dann hör auf zu nerven. Alter, was habe ich hier gerade? Frame-Einbrüche. Das hatte ich ja bisher noch nie. Okay, ich kopiere gerade ordentlich was. Alles klar, wenn ich hier den Codex-Seite habe, unterbreche ich das erstmal kurz. Weil so macht das ja keinen Spaß. Und wir plündern eine weitere Codex-Seite. 11.000 sind schon wieder in Monteregioni. In der Villa, in der Truhe. Ja. So, ich würde mal sagen... Ich gehe, oder ich suche mir noch einen Eingang. Und dann war es das auch erstmal. Schon wieder. Bevor ich dann irgendwas mache. Oh, Eingang gefunden. Angenehm. So, ich gehe da rein, unterbreche und stopp das Kopieren. Und dann... geht's weiter. Oder läuft es jetzt hier in den Katakomben flüssig? Ja, das Geheimnis der Vita Sione. Nee, hier läuft's flüssig, dann kann ich ja das hier eben noch machen. Und abwärts geht's. Da bewegt sich etwas in diesem Heuhaufen. Setz dich wieder hin. Wir sind mitten in einem Spiel. Nein, nein, diesmal war da was. Ich weiß es. Der redet wie eine Pussy. Das sagst du doch jedes Mal. Eine Ratte. Du hast recht. Da war was in dem Heuhaufen. Du Waschlappen. Deine Witze sind langweilig. Das ist kein Spaß. Ich hätte sterben können. An Ratten? Du nimmst unsere Arbeit nicht ernst. Ein Fehltritt. Einmal den Rücken in die falsche Richtung gewendet. Und du bist tot. Wegen der Ratten? Ich muss dich vor allem wegen mir. Bitte, hör nicht auf, das ist so... Tja, das dazu. Lasst mich doch!
Na, war so klar, dass hier wieder so ein Pisser ist. Aber es gibt glücklicherweise mehr als einen Weg zum Ziel. Und ich werde das schon finden. Na, willst du wohl... Alter, ist ja dumm. Was macht er denn so einen Umweg? Ich könnte ihn natürlich mit dem Wurfmesser ein paar verpassen. Ich will mal gucken, ob das überhaupt klappt. Nee, kann ich natürlich nicht verwenden. Wie sollte es auch anders sein? Oha, das war aber ganz schön knapp. Scheiß Psycho. Oh ja. Ja, mit Wurfmessern wäre das wohl auch zu einfach gewesen. War so klar. Das war so klar. Dass es so kommen musste. Ich hätte da oben bleiben sollen. Hopp. Ja, für dich gibt es keinen Ausweg hier. Vor allem, wie er die Seile nur mal berühren muss. Und die gleich zuschnellen. Ich glaube, ich bin entkommen. Na, glaubst du, ne? Tja, Pussy. Ich hab dich gleich. Alter, wie der schon außer Atem ist. Ah, scheiße, wie ich ihn fast hatte. Kacke. Ihr wollt mich töten? Na, das werden wir ja nochmal sehen hier. Tja, leichtes Reinkommen, was? Zack, Nummer 1. Double Kill. Ha, Flatsch. So, das gefällt mir hier immer noch nicht, aber jetzt habe ich schon so viel gemacht. Jetzt will ich auch den Rest kurz fertig machen hier. Hoffentlich ist es nicht mehr allzu weit. Und wenn ich das habe, dann beende ich nochmal oder starte neu eher. Na, wieder auf Zeit. Ach du Scheiße. Leck mir doch die Eier, ey. Ach, du ahnst es nicht. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Na dann, die Zeit ist knapp. Nein! Ja, guter Start schon mal. Ich guck mal, ob ich das hier... Gut. Ändert leider nichts. Hopp. Oh, toll. Irgendwas an der Wand benutzen. Das erfahre ich jetzt, dass man irgendwie Wandrun machen kann, so Wallrun. Das schaffe ich nie im Leben. Aber ich kann ein klein wenig üben. Beim Hochlaufen... Das lief schon mal grandios scheiße. Wand hochlaufen und dann in eine Richtung abspringen. Okay, wo geht's dahin? Na, Zeit ist gleich rum. Ich würde sagen, ich unterbreche die Aufnahme und starte das dann gleich neu. Bis gleich. So, und auf ein neues, würde ich sagen. Die Zeit läuft. Hopp. Jawohl. Ja, schwingen. Okay.
das verschiebt sich alles ein bisschen. Schwingen und schwingen. Sehr schön. Nein! Wohin springt der denn da? Ich glaube, es hackt. Na, wenigstens kann man hier wieder hoch. Na, oh mein Gott, was ist denn das für eine verkackte Kameraeinstellung hier? Das ist doch voll für den Arsch. Kriege ich das ja gar nicht geschissen hier. Ja, und jetzt wieder hier, ganz toll, ganz toll. Alter Schwede. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Zählt das jetzt eigentlich, dass ich das die ganze Zeit hier habe, oder muss ich das in einem schaffen? Werde ich gleich gewahr. Zeit ist eh um. So gut wie. Jupp, und da war's. Und da war's das. Und hab. Aber wenigstens bin ich hier schon in der Nähe vom Anfang. Jetzt muss ich nochmal gucken. Nee. Hä? Sollte ich... Wie soll ich denn hier rüber? Ach so, da ganz hin. Ja, so geht's. Okay, jetzt habe ich wenigstens schon mal den Weg ein bisschen drauf hier. Dann ist da dran das nächste, alles klar. Frage ist jetzt nur, muss ich alle nochmal von vorne machen? Nein. Voilà. Na, willst du wohl interagieren. Nein, nein, Alter, diese... Boah, dass die Kameraeinstellung und die Steuerung sich dabei auch noch ändern muss. Wenn ich gerade auslaufe, laufe ich nämlich immer da runter. Ich muss dann da leicht nach rechts noch und... Oh, zum Kotzen. Zum Kotzen. Das ist scheiße. Ich meine, es ist zwar gut zum Sehen, aber... Das gefällt mir nicht. Ja, spring ins Wasser. Hopp und hopp. Das hätten wir. Hopp. Hopp. Nein. Alter. Oh, verdammt. Ich dachte, das läuft in die andere Richtung. Na, ah, geschafft. Woo. Und da haben wir das Assassinen-Symbol, mehr oder weniger. Irgendwas stimmt da noch nicht so ganz. Ah. Jetzt aber. Nice. Sehr schön, sehr schön. Die Grabkammer betreten wir doch mit Freuden. Endlich das letzte Siegel. Und damit haben wir dann auch Altairs Rüstung. Na, 500, ja, okay, gut. Für eine Grabkammer nicht schlecht.
Aber in Valencia wollte ich schon wieder sagen, in Venedig findet man wesentlich.